Leute, willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum SCB-Verse Report. An meiner Seite der liebe Sawyer. Und ich bin's, eure Cecilia. Und wir haben natürlich ein hot Topic für euch. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, Alpha 2.2 ist live. Also für alle Bäcker verfügbar. Ihr könnt es testen auf den Live-Servern. Und alle Inhalte testen, die wir euch auch schon angedeutet haben und die jetzt aber auch alle enthalten sind. So ist es, ja. 11 Versionen hat es gebraucht nach unserer Richtung. Also im PTU, das heißt 2.2 als PTU, bis hin dann zu 2.2J, glaube ich, war der letzte. Macht nach Adam Riese 11 Versionen, die sie gebraucht haben. Aber lohnt sich, es ist ein großer Patch, ich glaube 28, 29 Gigabyte groß ist er. Das heißt, nehmt euch ein bisschen Zeit, wenn ihr eine langsame Leitung habt, aber es macht auf jeden Fall Riesenspaß. Denn die Inhalte sind, wie wir sie jetzt auch schon seit Wochen eigentlich irgendwie erzählt haben, angekündigt. Die Saber ist flight ready, macht Riesenspaß zu fliegen. Die K2AL ist im Hangar und lässt sich begutachten. Wir haben ein neues Komponentensystem. Wir haben viel, bis zu 24 Spieler in einer Instanz plus 24 Schiffe. Was ist noch alles Neues? Die neue Spielumgebung in Crusader. Ah, ja, genau. Also der Planet wurde, also kleiner gemacht, aber man kann jetzt drumrum fliegen. Genau. Wir haben ein wirkliches Sternensystem, also zumindest einen Planeten mit seinen Monden. Die Monde sind übrigens gewachsen im Vergleich dazu. Also, und dann gibt es noch ein ganz neues System, ein ganz neues Gameplay-System, nämlich das Kopfgeld- und Reputationssystem, was ihr da jetzt ausprobieren könnt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Wir haben natürlich einige Episoden gemacht, die da jetzt im Hintergrund laufen, wo ihr schon mal ein bisschen Einblicke kriegen könnt dazu. Und auch SCB hat euch alles vollständig dazu übersetzt. Ja, und dann haben wir aber an der Stelle noch ein Update, das habt ihr vielleicht nicht so mitbekommen, das kam nämlich jetzt auch aus dem Monatsreport aus, der auch noch von uns kommen wird diese Woche, und zwar zu den Einladungswellen. Genau, die Einladungswellen, da gab es ja auch Fragen im Chat von euch dazu, wie viele Wellen wird es überhaupt geben und woran wird das gemessen? Und sie haben uns das folgendermaßen erklärt, also für diesen Patch gab es jetzt eine Einladungswelle nur, ne? Also sonst gab es ja mehrere, aber diesmal nur eine. Und das im Prinzip hängt eigentlich davon an, wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor. Also von den 100% Bäckern, die eingeladen wurden, haben 70% mitgemacht, ne? Das Ganze getestet. Und 30%, die inaktiv waren, die haben sie jetzt gesagt, okay, fürs nächste Mal werden sie die rausnehmen und andere Leute dann quasi einladen, die eine Chance dann, geben. Ne? Genau, eine Chance geben. Genau, und es kostet sie halt jedes Mal Geld, fürs PTU-Server bereitzustellen. Es kostet auch Geld, den Bild darauf zu laden und die ganze Arbeit daran und dementsprechend auch mehr Leute einzuladen. Deshalb entscheiden sie sich jedes Mal, brauchen wir jetzt wirklich mehr Leute, um das Ganze zu testen oder nicht. In dem Fall hat die erste Welle ausgereicht und sie haben ja jeden Tag ein bis zwei Patches sogar rausgebracht, die sofort getestet wurden. Naja, und vielleicht seid ihr ja bei der nächsten Welle auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht gibt es dann da auch mehr, je nachdem, was für eine Mechanik getestet wird. Ich würde aber sagen, von da aus gehen wir jetzt mal zu unseren Weekly Updates, ne? Ja, unsere Weekly Updates. Around the Verse, unser erster Update-Punkt. Ja, da ging es eigentlich auch die ganze Zeit nur um den Patch 2.2. Und es wurde aber schon gesagt, 2.3 wird folgen. In gar nicht allzu weiter Zukunft, aber auch nichts Konkretes. Das einzig Konkrete, was sie gesagt haben, dass ein großes Schiff kommen wird. Ein großes Schiff, ja, was könnte das wohl sein? Wir lassen euch mal spekulieren und gehen mal weiter zu dem Freundschaftssystem. Das heißt, das ist das Friendlist-System 2.0. Momentan gibt es ja diese kleine Friendlist, die man aktuell hat, sozusagen, in die man Leute aufnehmen kann, die etwas unsortiert ist, die kaum filterbar ist, wo man dann eben Leute in eine Party einladen kann und so weiter. Das soll jetzt erweitert und verbessert werden, dieses System. Das heißt, da soll es auch eine Ignore-Liste, glaube ich, mitzugeben und es sollen halt mal Features mit dazukommen, damit es einfacher bedienbar ist. Das ist eben jetzt als, ich glaube, das ist jetzt weitergegeben an das UI-Team, ne? An das User-Interface-Team, dass sie das jetzt ausentwickeln. Ja. Und dann kann ich dann immer fragen, ne? Also willst du mit mir gehen, so ungefähr? Sozusagen. Verstehe ich das? Ja, nein, bitte, vielleicht. Ja, ankreuzen. Ignorieren ist dann nein. Ja, würde man so sagen, auf jeden Fall. Genau. Ja, weiter ging es dann, glaube ich, mit dem physikalisierten EVA, ne? EVA, Das haben sie abgeschlossen. Und wir haben jetzt mal wieder spekuliert, oder du spekulierst ja immer so fein, Star Marine und was wird als nächstes kommen? Das ist halt die Sache, sie schreiben, dass die Ressourcen, die jetzt da reingingen, jetzt halt in den restlichen FPS-Part reingingen und dass man sich natürlich dann vorstellen kann, dass das insbesondere für den Push von Star Marine gemacht wird jetzt. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ansonsten arbeitet das Live-Team jetzt noch daran, die Schiffe nochmal so in ihre Bestandteile aus
auseinanderzunehmen und zu gucken, wie kann man bestimmte Mechaniken für die Zukunft richtig in den Schiffskomponenten auch implementieren. Das heißt, was hatten Sie ja gesagt? Tanken, glaube ich, Cargo. Cargo und Mining oder sowas. Ach so, Mining und Abfang. Genau, richtig. Sowas, dass man das halt wirklich mit den Schiffssystemen kombiniert, damit man da gucken kann, wie man die zukünftigen Mechaniken mit einbringen kann. Ja, und dann gab es noch einen Sneak Peek, glaube ich. Ja, ein Sneak Peek. Alle, die vielleicht schon drauf warten, auf die Reliant. Mhm. Es gibt einen kleinen Sneak Peek zu den Holoscreens. Ja, sieht echt geil aus, muss man sagen. Wo wir wieder bei der Spekulation wären, ne? Ob das Ganze jetzt tatsächlich so sein wird, dass sie direct flight ready wird und nicht hunger ready. Sehr gut. Mal einmal kurz ins Amerikanische abgetaucht, aber so soll es sein. Mal gucken, drückt mal die Daumen, dass sie wirklich direkt flight ready wird, die Reliant. Sie scheint auf jeden Fall sich gut auf dem Weg zu bewegen. Ja, und dann gab es noch ein Interview diesmal einem Musiker, ne? Ja, dem Komponisten Pedro Camacho, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Und er war von Anfang an dabei, hat auch die Werbung damals gemacht für die 300i. Ja, naja, genau, richtig. Und auch für die Aurora und für die Hornet die Werbung gemacht. Und sehr schöne er hat Musik. Viele Inspirationen gesammelt, unter anderem, ja, wie sollte es anders sein, Wing Commander oder von den Filmen wie Star Wars, Aliens oder Gremlins. Ja. Die gab es übrigens gestern im Fernsehen. Echt, ja? Cool. Cool. Bei dem einen habe ich mich immer gegruselt. Weißt du? Ja, ich kann es so, don't feed after midnight. Ne? Ja, schon klar, bei mir ist es das Umgekehrte, wenn man mich nach Mitternacht nicht mehr füttert, werde ich zum Gremlin, aber das macht nichts. Wir wollen darauf jetzt nicht weiter eingehen. Schaut mal in das Interview rein, es ist sehr witzig und sehr interessant gerade, weil man eben mal was von jemandem hört, der sonst nicht so sehr im Vordergrund steht. Ja, weiter geht's mit Reverse the Verse. Auch da war Alpha 2.2, großer Titel, glaube ich, drin, ne? Ja. Und da ging's auch wieder um die Quality Assurance, QA, das QA-Team, also nicht Q&A. Ja, hint verstanden, wir haben's gelernt. Genau. Und die waren fleißig dabei, haben daran gearbeitet, an der ganzen Fehlerbehebung. Chris war auch mit dabei, damit das Ganze veröffentlicht werden konnte. Ja, also und großer Dank auf jeden Fall an die ganze Truppe da. Und ja, wir hatten ja schon gesagt, oder du hattest vorhin gesagt, zu den Komponenten, also die Kühler sind jetzt integriert. Als nächstes werden die Triebwerke kommen und? Ja, auf jeden Fall. Dass es unterschiedliche gibt und danach sollen dann die Schilde kommen, auf jeden Fall. Also Triebwerke ist klar, Komponente mit ganz unterschiedlichen Triebwerksleistungen und dann kommen die Schilde und da wird es dann wirklich nochmal interessant, weil sie jetzt auch gerade die Schilde aktuell schon überarbeiten im Hinblick auf dieses Komponentensystem. Also das bedeutet, dass sie ganz unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Also ich glaube, ein Beispiel war, dass Schilde eben die einen höheren Schutz oder so eine höhere Gesundheit, wenn man so möchte, gewährleisten, dass die halt auch länger brauchen, um wieder aufzuladen. Also stärkere Schilde bedeutet auch eine stärkere Ladezeit, ne? Und das bedeutet dann, dass kleinere Schiffe eben auch einen Einfluss auswirken können. Genau, ne? Auf die größeren Schiffe haben können. Genau, indem sie nämlich einfach die Schilde wegschießen und dann wirklich einen großen Torpedo ankommen lassen, der dann direkt auf die Hülle raufgeht zum Beispiel. Ne? Wer weiß. Also, ja, oder was hast du gerade schon gedacht? Ja. Genau, okay. Dann das war auf jeden Fall das und dann gab es noch was zu 2.3 und 2.4, ne? 2.3 und 2.4, ach so, mit dem Shopping natürlich, ne? Genau, also sie sagen nichts Konkretes mal wieder. Also es könnte eine Möglichkeit sein, dass wir dort einkaufen können, wenn die Version rauskommt. Aber sie haben es noch nicht bestätigt. Ja. Aber ich glaube, es wird so sein. Ja, wir drücken alle ganz fest die Daumen. Schaut auf jeden Fall Ende der Woche dann nochmal in den Monatsreport dazu rein. Da sagen wir noch mehr dazu, wie es jetzt gerade aktuell ist. Hier jetzt an der Stelle können wir nur die Info aus Reverse the Verse benutzen. Ja, aber es gab auch noch sehr viel, und zwar zu den Schiffen. Das scheint jetzt ein fester Bestandteil zu sein. Ja, wollen wir anfangen mit den Work in Progress? Also woran gerade gearbeitet wird? Genau. Okay, also ich fange mal einfach an. Die Produktion an der Caterpillar hat begonnen. Sie ist jetzt größer, aber die genaue Größe wurde nicht definiert. Aber wie das immer. Sie machen die Schimmer immer größer. Das ist super, super lustig. Also von alle, die eine Caterpillar haben, können sich in Zukunft darauf freuen, dass sie wahrscheinlich ein größeres Schiff in den Hangar bekommen. Shian Scout geht auch weiter. Und zwar, da arbeitet jetzt das Technik-Team daran, dass sie wirklich von Hangar-Ready zu Flight-Ready zu bekommen. Das bedeutet, die Ressourcen, die jetzt aber vorher waren, um sie Hangar-Ready zu bekommen, die sind jetzt auf der Herald drauf. Das heißt, es ist sozusagen zwei Updates zum Preis für einen. Die Herald hat jetzt mehr Ressourcen.
Ressourcen bekommen, soll Hunger-ready werden und die Shea, der Shean-Scout soll jetzt Flight-ready werden als nächstes. Ist auf jeden Fall so vorgesehen und von dort aus gehen wir zu den ganz großen Kaventsmännern. Ja, denn apropos Ressourcen, auch mehrere oder ja viel mehr Ressourcen oder Mitarbeiter bekommen jetzt unter anderem die Bengal Carrier. Die sollen nämlich so entwickelt werden, dass sie nicht nur für Squadron 42 auf jeden Fall sichtbar und da sind, sondern dass sie dann eben auch schon als großes Aushängeschild für Star Citizen funktionieren, dieses Riesenteil. Weiter geht's eine Größenklasse kleiner, nämlich mit der Javelin. Die wird jetzt auch für Squadron 42 so vorbereitet, dass sie soweit fertig ist. Allerdings haben sie dazu gesagt, wartet noch ein bisschen, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Javelin irgendwie soweit ist, dass es fertig wird. Und von da aus, nämlich mit dem Stichwort eine ganze Weile dauern, gehen wir auf Langzeitprojekte. Sehr gute Überleitung. Und Langzeitprojekte, ja, dazu gehören unter anderem die Endeavor, die Reclaimer und die Hull-Serie. Ne? Ja. Und da haben sie auch gesagt, gerade bei der Hull-Serie, also sie werden mit Hull A dann anfangen und dann Hull B. Und ja, also ansonsten wurde mit der Produktion noch nicht begonnen. Aber Langzeit. Sind noch nicht aktiv in der Entwicklung. Genau. Dauert noch ein bisschen. Und dann haben wir noch was zu Konzepten. Und zwar die Dragonfly, also das Starterschiff, was ja auch in der Auswahl war, als es um die Mystery Line ging und da den knappen zweiten Platz gemacht hat. Dies ist jetzt immerhin von den Designern, von den Technikern soweit abgesegnet worden, die ersten Konzepte. Und das bedeutet, da soll es jetzt weitergehen, dass es wirklich zu einem Konzeptstadium in dem Schiff kommt. Das heißt dann auch entsprechend der Konzeptserie irgendwann startet. Und ähnliches gilt für die Polaris Korvette. Die wird auf jeden Fall gestaltet, so dass man auch ein Konzept von ihr anfertigen kann. Mhm. Das sind sozusagen die Vorarbeiten für die Konzeptphase. Ja, das war, glaube ich, das. Das waren unsere News, die Weekly Updates. Dann können wir eigentlich gleich zu den Videos kommen. Ja. Die machen euch ja immer am meisten Spaß. Ja, darum machen wir das hier. Ja, da gab es auch eine Menge. Und zwar unter anderem Let's Play hast du gleich gemacht. Mhm. Ne? Pünktlich zum Patch ist der Sawyer mal reingesprungen und gibt eine kleine Einführung ins Gameplay, ins Mini-PU. Und zeigt euch alles zu den Locations, was neu ist und womit man Spaß haben kann. Genau, auch das Party-Einladungssystem erkläre ich euch mal. Also von daher, schaut einfach mal rein oder teilt die Episode mit Leuten, wo ihr sagen wollt, guck mal, das ist jetzt gerade aktuell neu und so kann man das alles da schon machen. Weiter ging es dann, dass wir uns nämlich auch passend sozusagen zu der Idris, die jetzt sich immer weiter dem fertigen Stadium nähert, uns in die Showcases wieder reingebracht werden. Mhm. In den Showcases stellen wir euch wirklich Schiffe vor, die aktuell noch in der Konzeptphase sind. Das heißt, sie sind noch nicht im Hangar, sie sind noch nicht flight-ready. Man kann also noch nicht in-game sehr viel davon sehen, aber wir machen kurze, bündige und kompakte Videos zu dem Thema selbst, wo wir euch das Schiff dann in seiner Art, wie es konzeptionell gedacht ist, vorstellen. Und damit haben wir angefangen, und zwar mit der Idris in den P- und M-Varianten. Schaut mal rein für alle, die sich für die Idris interessieren. Genau. Das ist auf jeden Fall erstmal die Basisinformation. Das werden wir dann ausführen, wenn die Idris nämlich irgendwann Hangar-ready wird, geht das Ganze dann eben in eine andere Kategorie von Format über. Ja. Vor allem bei der Idris ja das Interessante, ne, das hatten wir auf der Morrow-Tour gelernt, auf der CitizenCon, dass das einer der ersten Handlungsorte für Squadron 42 sein wird. Genau. Also von daher besonders interessant. Jawohl, schaut rein, ja. Ja. Und auch interessant, das nächste Let's Play, wo ihr unbedingt reinschauen solltet, zu fünft waren die Jungs da am Start. Mhm. Und jede Menge Chaos. Genau. Nehmt euch in Acht, wenn ihr durch dunkle Gassen lauft. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, Räuber und Gendarm ist das Stichwort. Genau. Wir haben ein Let's Play gemacht, wo wir mal so ein bisschen anfänglich die jetzt neue Mechanik mit den Outlaws bzw. den Kopfgeldjägern und den Gejagten ausprobiert haben. Zwei Leute von uns haben sich da zur Verfügung gestellt, um mal so ein bisschen durch die Gegend gewetzt zu werden. Und es endet in einem heillosen Chaos, also lasst euch amüsieren. Es ist ein sehr spaßiges Let's Play geworden. Und Dozer ist wieder, wie immer in Höchstform, muss man ehrlich sagen. Sehr witzig geworden. Ja, schaut mal rein. Mhm. Ja, das war's zu den Videos, ne? Genau. Dann, wo ihr auch reinschauen solltet, ganz klar der Livestream. Ne? Also es gibt jetzt auch ein Profilbanner, da werden alle Daten jetzt für den März, sind dort aufgelistet. Und die nächste Folge zu Let's Crash mit Sawyer wird am 17.03. stattfinden. 2015 live auf Twitch, das heißt, ihr könnt auch gerne mal auf unser Twitch-Profil gehen. Genau, das findet ihr auch in der Videobeschreibung drin, ist verlinkt. Und da im Banner seht ihr eben auch alle Termine. Und ich freue mich, am 17.03. wieder für euch da zu sein. So ist es. Ja, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Und zwar, wie immer, ist das Interaction.
Ja, und da interessiert uns natürlich, habt ihr denn schon den Patch getestet? Mhm. Und wenn ja, was gefällt euch daran am meisten? Was sind eure Erfahrungen? Wo hapert's noch? Wo sollte noch was geändert werden? Oder wo sagt ihr, ey, das ist der Hammer und macht irre viel Spaß? Also stimmt da ab. Google Plus, wie immer. Genau. Und könnt auch ein paar Kommentare runterschreiben zu euren ersten Erlebnissen. Einfach so, was ist euer erster Eindruck zu dem neuen Patch? Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Werden wir dann in der kommenden Woche aus. Und von daher sagen wir uns erstmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert unseren Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen. Und liked und disliked das Video. Schreibt uns schöne Kommentare rein, was wir verändern, besser machen können, was ihr euch wünscht. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt für unsere Arbeit hier, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, Cecilia und Sawyer verabschieden sich von dieser Woche mit einem See you on the flight deck.